Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Hearthstone-Video. Ich bin ein großer Fan von Total Biscuits Lord of the Arena und als Anlehnung daran gibt es hier Noob of the Arena. Ich mache das Video nicht, weil ich denke, dass ich besonders gut spiele oder unterhaltsam casten kann, sondern in erster Linie könnt ihr halt, wenn ihr mal selber schlecht gespielt habt, könnt ihr euch das anschauen und sehen, hey, es gibt Leute, die sind noch schlechter als ich. Und dann könnt ihr euch das einfach reinziehen. Ich werde auch noch jetzt selber mein Arena-Deck zusammenstellen. Ihr könnt jetzt hier auch daran sehen, dass es Ihr mein seid neu allererstes hier. Mal ist. Eure erste Runde in der Arena geht auf mich, okay? Und dementsprechend bin ich da ganz unbedarft. Stellt Wenn ihr euch euren nicht Helden anschauen vor. wollt, warum ich jetzt hier welche Karte nehme oder warum auch nicht, dann könnt ihr einfach unten am Regler vorspulen bis zu der Stelle, wo ich dann wirklich in der Arena reingehe. Schurke ist überhaupt nicht mein Ding. Druide ist zwar ganz nett durch die Heldenfähigkeit, aber ich nehme als erstes mal meinen Priester. Das Licht wird den Sieg bringen. Nehmt eine Karte und fügt sie Und eurem dann Deck schauen wir doch mal hinzu. durch. Der Verwüster ist ein wenig sehr random. Der rechte Murloc ist halt, ja, gibt beiden zwei Karten, könnte man drüber dran denken. Mittlere wäre ein komplettes Murloc-Deck, das will ich also nicht. Und dementsprechend nehme ich mal den Verwüster, der Weiter hält so. wenigstens vielleicht auch ein oder zwei Runden. Kernhund ist viel zu schnell unten. Gottesschild ist natürlich nicht schlecht, aber ja, den nehme ich auch mal. Der Schildträger ist zwar ganz nett, er kann aber überhaupt nicht selber angreifen. Heilige Pein kann man immer schön billig zwischenschieben. Heilen brauche ich mal eher nicht. Ich denke mal, ich kann mich selber heilen. Und der Erzmagier, da kommen vielleicht hinten raus noch welche andere mit Zauberschaden. Lichtbrut kann richtig schön eklig werden, wenn man es dann noch schafft, ihn vielleicht zu verdoppeln, um ihm mehr Leben zu geben. Ich versuche das auch mal. Ich habe selber schon teilweise sehr stark verzweifelt, wenn ich die gegen mich hatte. Ein Silence werde ich auf jeden Fall brauchen. So, Waffen habe ich als Priester eher selten. Ich könnte hier einen Spott haben, aber ich gehe mal lieber darauf, meine eigenen Diener stärker zu machen. Hier könnte man, das ist vielleicht ganz gut, um der Lichtbrut mehr Leben zu geben. Der Drachenfalke hat zwar Windfury, geht aber immer relativ schnell down. Deswegen nehme ich mal hier ein bisschen Card Draw mehr dazu. Der Beutehamster ist so ein bisschen blatt. Das hier ist immer gut, um mehr Board Control zu kriegen, weil man mehr Minions hat. Aber ich nehme noch mal ein plus zwei Leben dazu. So, hier haben wir mal Gedankenkontrolleur. Ist ganz nett, wenn der andere Board Controller aufgebaut hat. Der macht Schaden auf alle, muss ich nicht unbedingt. Hier müsste ja der andere halt erstmal vier haben. Aber für den Fall, dass ich ins Hintertreffen komme, nehme ich den mal. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Das ist eine schöne Möglichkeit, um Karten zu ziehen, wenn man als Priester mit der Heldenfähigkeit was hochhält. Hier nehme ich mir nochmal einen Spott dazu, weil der Schlachtzugleiter ist sehr oft auch das erste Ziel. Hier müssten wir mal schauen. Allen Diener einen Schaden ist wieder ein bisschen sehr, ja, zweischneidiges Schwert. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um nochmal Karten zu ziehen. Wobei der hier natürlich mir auch zumindest eine Karte gibt, weil die Karten werden am Ende eh weniger, sodass hier nicht so viele bei rauskommen werden und ich habe ein bisschen mehr Zauberschaden. Der ist auch immer nett, wenn er nicht sofort stirbt. Deswegen nehme ich mir einen zweiten Silence raus. Die HP ist natürlich sehr schön, wenn man es schafft, dass er nicht sofort stirbt. Lichtbrut bleibe ich mal bei der einen, die ich bisher habe.
Oder wir könnten jetzt eine zweite nehmen. Der Vollstrecker ist natürlich auch recht nett, um nochmal ein paar Sachen hochzupushen. Und deswegen nehme ich eine zweite Lichtbrut raus. Das innere Feuer wäre auch sehr nett, wenn man etwas hat, was ein bisschen hoch ist. Gedankenschlag ist schön, um vielleicht den Helden ein bisschen runter zu machen. Jetzt muss ich zum ersten Mal wirklich überleben. Überlegen, nicht überleben. Das passiert, wenn man gleichzeitig spricht und die Karten durchschaut. Ich versuche es mal mit dem inneren Feuer. So, da kommen die Legendaries. Baron Geldon habe ich selber. Ist eine ziemlich beschissene Sache. Der Tüftelmeister wäre sehr viel Glückssache. Und ja, der Harrison Jones hängt natürlich davon ab, ob der über andere überhaupt Waffen hat. Ich will mal mein Glück ein bisschen herausfordern. So. Da haben wir jetzt hier nochmal die Möglichkeiten, war den Schaden beim Ausspielen. Aber das hatte ich vorhin schon mal zur Auswahl, deswegen nehme ich den jetzt. Alarmo Bot ist sehr viel Glück. Oh, das wäre natürlich, dass alle Heilungen Schaden machen. Aber dann nehme ich jetzt doch mal den Zwielichtdrache. Der war mir vorhin schon mal angeboten worden. Das hier kann ganz nett werden. So, das hier ist wieder komplett Murloc wäre. Das ist nicht so doll. Die Beschwörerin ist vielleicht am Anfang und zur Mitte hin noch ganz nett. Hinten raus hat man eh meistens nicht so viele Karten noch, dass man mehrere ausspielen müsste. Deswegen gehe ich hier auf einmal auf Spott und Gottesschild. Dann nehme ich jetzt hier einmal, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die etwas höhere Board Control. Jetzt muss ich natürlich unten darauf achten, dass im Bereich 2 und 5 ich noch was kriege. Aber Schattenwort Tod ist auf jeden Fall gegen die Großen ganz praktisch. Hier könnte ich jetzt nochmal meinen Zauberschaden erhöhen. Ich nehme aber einmal den Schlingdorn-Tiger. Hier nehme ich nochmal ein Schattenwort Tod. Ich brauche aber echt noch was im höheren Bereich. Das hatten wir schon mal alle zum Schweigen bringen, braucht man eigentlich eher selten. Deswegen gehe ich hier nochmal auf den Drachen. Die heilige Nova möchte ich auf jeden Fall. Brut hatte ich schon zwei Stück. Ansturm einmal ist recht nett. Und ich habe schon so viele Dreier, deswegen gehe ich mal auf den hier. Der macht zumindest einmal Schaden. Das Schicken müsste man erst hochpushen, damit es überhaupt Sinn hat. Und dann gehe ich mal auf die Mana-Süchtige hier. Andere Oh, das Spieler in war's der schon. Arena heraus, um zu sehen, wie gut euer Deck wirklich ist. Ja, wird ziemlich beschissen sein. Ich bin auch nicht ganz so glücklich mit der Verteilung hier unten, aber wir gehen einfach mal ins erste Spiel und schauen, was es wert ist. Wenn ich zwischendurch mal kurz still bin, dann liegt es daran, dass ich entweder eine Zigarette ziehe oder einen Schluck Wasser trinke. Nachdem Hearthstone ja seit gestern Nachmittag nicht ging und fast anderthalb Tage down war, habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, mein erstes Spiel zu machen. Und wie gesagt, schlimmer als dreimal verlieren kann es nicht werden. Möglichkeit ist natürlich, dass jetzt keiner online ist für ein Arena-Spiel. Das wäre ein wenig ungünstig, weil es ja so lange down war und die Leute das, obwohl, wenn man ans Forum denkt, wie die da gemault haben, müssten die eigentlich alle schon wieder da sein, nur drauf gewartet haben. Ah, drücken, drücken, ich will spielen. Er sucht aber schon ein wenig lang gerade. Normalerweise sollte das ein wenig schneller gehen. Ist die Frage natürlich, ob Arena genauso ist wie normale Spiele, wo er recht schnell einen Gegner findet. Und wenn ich jetzt keinen Gegner finde, dann habe ich mir jetzt gerade schön den Mund fusselig geredet. Und warten wir noch eine kleine Sekunde.
Ich kann ja kurz auf Stopp drücken und sobald er langsamer wird, starte ich die nächste Aufnahme. So, dann hat es doch noch geklappt und ich habe einen würdigen Gegner. Anduin gegen Garrosh. Gegen Krieger. Krieger wird ja oft als schwächste Klasse dargestellt. Das hier werde ich erst ein wenig später brauchen. Aber wenn jemand Krieger in der Arena auswählt, dann wird er vielleicht ein bisschen Ahnung haben, was er da vorhat. Grüße. Und dann fange ich mal direkt mit dem Priester an. Er wird wahrscheinlich nicht so dumm sein und ihm selber dem Schaden zufügen, weil dann würde er mir damit Karten bescheren. Da müsste er ihn schon komplett vernichten. Und er macht erstmal gar nichts. Das ist wunderbar. Dann könnte ich hier jetzt mit dem Mana-Süchtigen kommen. Und kann danach dann vielleicht die heilige Pein nutzen. Wenn das mal alles so klappt, wie man es sich vorstellt. Meistens ist es ja nicht so. Er hat aber im Moment noch nichts zum Ausspielen, was natürlich die Möglichkeit ergibt, dass er hinten raus dann die ganz bösen Hohen hat. Ich werde jetzt als erstes mal schauen, das müsste mir hoffentlich Angriff geben. Ja, dann ziehen wir hier eine Karte. Das ist schön für hinten raus. Ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu schnell durch meine Karten durchbrenne. Ich habe jetzt zwar schon ein bisschen Board Control, muss natürlich aufpassen, dass er da nicht... Ja, Wirbelwind macht einen Schaden, sonst weiß ich jetzt gar nicht, was der Krieger alles hat, um mehreren Minions Schaden zu machen. Was jetzt? Und dann kommt jetzt wohl etwas Größeres raus. Pandaria wird uns gehören! Das ist natürlich jetzt schon mal nicht so schick. Und da muss ich jetzt glatt mal gucken. Macht er 3 Schaden mit. Dann versuche ich jetzt mal hier noch mehr Board Control zu kriegen. Und werde meinen Priester auch noch ein wenig hochsetzen. Das zählt dann auch gleichzeitig als Zauber. Dann könnte ich zumindest jetzt hier, ich muss aktuell, leider habe ich noch nichts, um den hier runterzusetzen. Da will ich jetzt wirklich schon, will ich das? Ja, ich muss versuchen, durch den Taunt durchzukommen. Und können ja den Priester, den haut er dann gleich um. Das will ich dann nicht riskieren, wenn ich jetzt einmal... Aber 3-7 oder 3-6 war natürlich schon relativ übel. Da hält er mich ein wenig mit in Schach. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das macht das Ganze jetzt auch nicht besser. Ja, schade. Und dann versuche ich jetzt mal, muss ich mich durch den Torn ein bisschen sichern. Und der hier muss leider weg, damit ich dann irgendwann nochmal durchkomme. Okay, damit kommt jetzt der Trade und alles ist weg. Weil er leider noch 3 Mana hat, um etwas auszuspielen.
Dann machen wir mal die Lichtbrut und hoffen, dass er sie nicht sofort wegkriegt. Heilen brauche ich im Moment nicht. Wenn er natürlich einen Silence hat, dann habe ich da ein super nutzloses 05er Minion rumstehen. Keinerlei Spottfähigkeiten, kein gar nichts. Jetzt? Ja, das ist natürlich ein Traum. Die Frage, ob er jetzt noch was hat, um das hoch zu pushen. Ja, sehr schick. Das war die Lichtbrut. Und dementsprechend werde ich jetzt mal in der nächsten Runde zumindest ein wenig was angreifen. Ist die Frage, kann das Target mit vernichten? Bin ich jetzt aktuell nicht ganz sicher, aber müsste meines Wissens nicht gehen. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Okay. Dann werde ich... Will ich dann traden? Dann macht er den danach kaputt. Das wäre allerdings kein so schlechter Trade. Und ich kann noch vorher den Spot ausspielen. Dann mache ich das jetzt so. Werde ihm hier etwas mehr Leben geben. Und den könnte ich zum Schweigen bringen, aber das lasse ich noch für etwas später über. Na, kann er jetzt mit seinem Us gegen meinen Gottesschild-Spot gehen? Da habe ich dann kein Problem mehr. Ja, das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Aber dafür habe ich ja gleich mal Silence, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich silencen und meinen Champion spielen, um hoch zu pushen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz okay. Was jetzt? Wahrscheinlich noch mal... Okay. So viel zu meinem Gottesschild. Den werde ich vielleicht später brauchen können. So, dann kommt hier erstmal Silence drauf. Dann pushe ich jetzt die ein wenig hoch. Damit kann ich den wegmachen. Die werden gleich hier schön traden. Und ich kann ihn sogar nochmal hochheilen. Das war's. Mittlerweile ist auch von den Karten wieder ausgeglichener. Er hatte ja am Anfang viel mehr. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Klar machen zum Enden. Ja, du hast keine Waffe. Mein Schild für Argus. Ja. Okay, sehr schön. Oder auch nicht. Ja. Den Manipulator kann ich noch, Kontrolleur kann ich noch nicht ausspielen. Das ist leider noch nicht einsetzbar, das heißt, ich gehe mal auf meine Gottesschildtante. Dann kann ich jetzt hiermit auf die Gerechtigkeit wird siegen. Den gehen. Dann mache ich hiermit den kaputt. Hiermit greife ich oben an und wenn ich den hochheile, ist er dann trotzdem tot. Deswegen heile ich lieber ihn hier. Ja, der Gedankenkontrolleur wird wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Ich bezweifle, dass er nochmal 4 Minions gleichzeitig haben wird. Ja, oder auch so. Ach, sehr, sehr.
Aber das ist ganz okay. Ich habe ja noch mein Schattenwort tot. Und damit kommt der hier weg. Dann kann er auch gerne selber entscheiden, dass er traden will. Aber ich versuche den jetzt einfach runterzuhauen. Ah, er wird dann den vielleicht kaputt machen. Deshalb ich heile ihn hier nochmal hoch. Sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Er müsste schon... er müsste alle drei weghauen, um noch eine Chance zu haben. Gut, dann kann er noch den weghauen mit seiner Waffe, wenn er selber 4 Schaden nehmen will. Das versucht er nicht. Und etwas Unerwartetes wird geschehen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Hey! Tschüss, Rolliste! Oder Rolliste! Klasse! Mit jedem weiteren Sieg wird euer Belohnungsschlüssel aufgewertet. Ach, das ist ja schick. Die Quest für die Priester habe ich auch noch mal. Gut, dann machen wir beschwingt von diesem Erfolg direkt mal ein zweites Spiel. Damit habe ich vor dem Vibe, habe ich schon einmal Arena gemacht, da hatte ich auch einen Sieg und 3 Niederlagen, das habe ich auf jeden Fall schon mal eingestellt. Und Arena aufs Haus, kostet mich keinerlei Gold, kein Geld. Und ich drücke nochmal kurz Pause, bis er einen Gegner findet. Und wir haben einen Gegner gefunden. Das ist wieder ein würdiger Gegner. Anduin! Es ist nicht Rolliste, aber wieder ein Krieger. Sieg oder Tod. Das okay. Licht wird den Sieg bringen. Die sind leider zu hoch. Der bringt am Anfang noch nichts und Silence brauche ich am Anfang auch noch nicht. Schmeiß mal alles weg. Nee. Super. Bringt mir mal alles so gar nichts. Grüße. Da kann ich erstmal eine, eventuell auch 2 Runden ganz still da sitzen. Oder wir spielen sie aus. Ist jemand verletzt? Dann schauen wir mal, ob er ein besseres Deck hat als eben der. Hat also jetzt erstmal nichts zum Ausspielen. Dann nehme ich jetzt den Mana Kristall. Fürchte halt immer, dass in der Arena keiner so doof ist, um meiner jungen Priester oder der Klerikerin nur Schaden zuzufügen, wenn man ein wenig Ahnung hat. Hat er noch was? Ja. Das war zu befürchten. Gut, den Gedankenkontrolleur jetzt ausspielen wäre ein wenig Verschwendung. Schließt euch uns an oder sterbt. Und damit bin ich dann leider schon fertig. Die wird jetzt auch erstmal gleich weg sein. Versucht es hier mit! Okay, das ist sogar jetzt noch ganz sinnvoll. Das war's. Recht früh ausgespielt, hatte noch viele Karten auf der Hand. Meine Klinge ist durstig. Den muss ich jetzt natürlich versuchen, relativ schnell wegzukriegen. Nerkt. Das zu dem Thema. Ah, das ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Das kann ich nicht ausspielen.
Den wird er mit einem Schlag weghauen. Ich frage mich, ob... Karten kopieren wäre natürlich hinten raus ganz nett. Aber das hier ist jetzt wahrscheinlich fast wirklich meine beste Chance, um das oben aufzuhalten. Dann müsste er das zumindest seinen 5-4er traden, wenn er das vorhat. Oder so viel. Ach ja, da bekommt er auch, wenn ich Schaden bekomme. Aber dann kann ich den zumindest gleich vernichten. Jetzt greift er natürlich damit jetzt noch an. Au! Aber gut, dann mache ich den jetzt erstmal weg. Und dann schaue ich mir an, was er auf der Hand hat. Das war's. War das nicht zwei? Zwei kopieren. Ach ja, da, das habe ich noch bekommen. Na gut. Im Leben sind wir jetzt beide ausgeglichen. Ich hab ein wenig mehr Karten als er. Versucht es hier nicht! Naja. Es gibt ihm immer die Waffen, das ist jetzt nicht so prickelnd. Oh, damit könnte ich einen wegmachen, der wäre dann allerdings direkt hinüber. Und hiermit, ich könnte ihn auf 6 Leben hochholen. Ich frage mich, ob... Der wird direkt runtergehauen. Ja. Ja. So. Und dann machen wir den hier weg. Das Karte ziehen kann ich jetzt mal verzichten. Dann greift er jetzt mit dem und der Waffe an. Dann ist der Drache leider weg. Ein Spott ist okay. Ich muss jetzt aufpassen, dass er mich nicht runterwascht. Könnte jetzt mit ihm, dann gebe ich ihm noch Leben, damit er das überlebt. Und könnte noch einen mit verstohlen. So, dann geht er jetzt gegen den Torte. Das muss ich gucken. Er wird damit 6 Schaden machen, damit wäre er auf 8. Ich fürchte daher, dass ich das Minion mehr vornehmen muss. Und ich darf jetzt echt von Minions kaum noch was einstecken, weil der die ganzen Waffen hat. Ja! Nee. Ja, damit ist der dann auch Geschichte, wenn er mit der Axt drauf geht, was er macht. Was mir allerdings auch ein wenig Luft verschafft. In Bezug auf, wie viel darf er wirklich noch auf mich draufhauen. Dann hoffe ich mal, dass er den nicht sofort wegkriegt. Heil mich auch mal. Er müsste eigentlich auf den Windzorn-Typen geben, weil damit mache ich dann 8 Schaden und das kann er sich eigentlich nicht erlauben. Rüstung, die passt! Ja, das war aber zumindest diese Waffe. Das ist schon mal ganz okay. So, da werde ich jetzt als erstes auf jeden Fall ihn hier ausspielen. Dann habe ich aber nicht mehr so viel. Dann teile ich mich hoch. Ich mache mal einmal den Typen weg, bevor er zu groß ist.
Und vielleicht rettet mich hier wirklich, dass ich hinten raus mehr Karten habe. Für den Kriegshäuptling! Okay, das sind nur 4 Schaden. Er wird jetzt versuchen, mich runterzuwaschen. Den kann ich für gleich ausspielen. Hier mehr Leben geben ist natürlich auch sehr nice. Und das gebe ich ihm. Dann werde ich jetzt noch sicherheitshalber heilen. Dann gehe ich jetzt mit dem hier drauf. Ich muss ihn mir jetzt leider wegmachen. Aha. So viel zu dem Thema. Ja. Das wird dann wohl mein erstes Video gewesen sein. Wir sehen uns.